Die Reise beginnt mit dem Ende. Hier auf dem französischen Friedhof in Berlin liegen die sterblichen Überreste des Effi-Briest-Schöpfers Theodor Fontane. Euromax-Reporter Adrian Kennedy feiert Fontanes 200. Geburtstag, indem er dessen Spuren folgt. Er lässt die deutsche Hauptstadt hinter sich und streift durch Fontanes geliebtes Brandenburg. Sein Ziel, die Stadt Neuruppin, die Heimat des Schriftstellers. Dort trifft der Restaurantbesitzer Max Golde. Der meint genau zu wissen, was Fontane gerne aß und trank. 3 Monate lang habe ich in all seinen Büchern und Briefen nach den Gerichten gesucht, die er wirklich gegessen hat. Okay, und was ist das? Rinderbrühe. In einem Brief berichtet er seiner Frau von seiner Erkältung und dass er darum Rinderbrühe isst. Okay, sehr gut. Die will ich probieren. Guten Appetit. Oh, delicious. Danke, sehr gut. Fontane war kein Veganer. Nein, nicht wirklich. In diesem Haus wurde Theodor Fontane am 30. Dezember 1819 geboren. Seinem Vater gehörte damals die Apotheke. Heute ist Nicole Konrad die Inhaberin. Ist das eine besondere Verantwortung, die Apotheke von der Vater von Fontane weiterzuleiten? Eine Verantwortung ist der Beruf in jedem Fall, aber es verpflichtet auch ein bisschen die Geschichte weiterzuführen. Ne? Also die Tafel, die Schaufenster entsprechend zu dekorieren. Der Vater von Fontane hat dieses Apotheke verloren wegen Spielsucht, ja, heißt genau. Es. Das stimmt. Deswegen waren sie auch nur ganz kurz als Familie hier. Okay. Richtig. Aber ich spiele nicht, mir passiert das nicht. Hoffentlich. Am 20. Mai 1868 notiert er, dass er Rupiner Forelle gegessen hat. Okay. Fontane schaut mir etwas kritisch zu. Ich denke, er findet es köstlich und hätte auch gerne etwas davon. Die zentrale Ausstellung Fontane 200 zeigt das Stadtmuseum Neuruppin. Hier ist ein ganzer Raum seinem berühmtesten Roman Effi Briest gewidmet. Adrian Kennedy ist mit Bürgermeister Jens-Peter Golde verabredet, um etwas ganz Besonderes in Augenschein zu nehmen. Solange es wirklich ein authentisches Relikt aus seiner Zeit, wo man 100% von ausgehen kann, da sind noch Fingerabdrücke von Theodor Fontane dran. Sie können ein leises Ticken hören. A little bit. Oh ja. Ich fühle mich etwas seltsam. Seine Mutter hat etwas über diesen kleinen Kuchen geschrieben. Der ist mit Nüssen und Schwarzbrot gebacken. Und die Birne begleitet den Kuchen? Ja. Die macht das Ganze fruchtig und weich. Und der Rotwein gibt die dunkle Note. Perfekt. Die Reise ist fast zu Ende. Und sie hat Adrian Kennedy den großen Mann näher gebracht. 1898 ist Theodor Fontane gestorben. Seine Werke lesen sich heute noch genauso aktuell und frisch wie seinerzeit. Adrian Kennedy hat noch eine viel wichtigere Lektion gelernt: sich Zeit zu nehmen, um die Natur und die fast unveränderten Landschaften zu genießen, die Theodor Fontane in Brandenburg so geliebt hat. Thank you.